für Menschenrechte, für soziale und ökonomische Gerechtigkeit, für Klima- und Geschlechtergerechtigkeit gehen wir heute hier auf die Straße mit dem Band der Solidarität. In der Krise verschärfen sich die Ungerechtigkeiten und wir wollen mitreden, wie sie gelöst werden, denn wir wollen eine solidarische, offene Gesellschaft und zeigen damit, so geht solidarisch. Mehrere 10.000 Menschen haben bundesweit am Band der Solidarität teilgenommen. Hier in Berlin 20.000 Menschen. Wir sind sehr glücklich, weil es ein sehr bestärkender, solidarischer Tag war. Und er wird uns die Kraft geben, in der Corona-Pandemie weiterzumachen und zu zeigen, dass Protestieren möglich ist. Eine rassistische Gesellschaft wird nicht wieder hochgefahren werden können, weil wir an unseren Forderungen, an unseren Kämpfen festhalten und sie umsetzen werden.